Herzlich willkommen zum TESI-Wochen-Update. Ja, in dieser Woche haben die Börsen ein wenig zu wackeln begonnen und die ersten Aktien, die beim Wackeln ganz vorne mit dabei sind, sind in aller Regel die Tech-Aktien. Von daher habe ich Ihnen dieses Mal auch zunächst den Nasdaq Composite, den Nasdaq 100 Index mitgebracht, um zu sehen, wie es denn hier aus technischer Sicht so aussieht. Wir sehen hier einen nach wie vor völlig intakten Aufwärtstrend. Klar, die Korrektur jetzt, die kommt einem, gerade wenn man so von einem Tag auf den nächsten die Börsen beobachtet, doch ziemlich hart vor. Aber wir haben sogar noch Platz um ungefähr 2 Prozentpunkte und würden uns trotzdem noch in diesem ziemlich dynamischen und steilen Aufwärtstrend bewegen. Insofern hier noch überhaupt keine Anzeichen dafür, dass jetzt die Alarmglocken schrillen müssten. Ja, und als nächstes den DAX, wie gewohnt. Man sieht hier eigentlich der DAX bei einem ziemlich interessanten Punkt angekommen. Wir haben hier nämlich, ein Techniker würde sagen, eine Kreuzunterstützung aus altem Hoch, das ja bei 2400 rum verlief, und dem Aufwärtstrend, den wir hier sehen. Also, wenn er hier wirklich durch runter rutschen würde, dann könnte man sagen, okay, hier mal ein Achtungszeichen setzen. Aktuell läuft das alles aber noch völlig unter einem Dip innerhalb eines völlig intakten Aufwärtstrends. Und ähnlich sieht das auch aus bei der Börsenampel. Sie fällt weiter, muss man sagen, aktuell auf 1,048, aber damit noch immer locker und solide im Grünbereich. Ja, und in der TSI Wissensecke habe ich Ihnen heute was Besonderes mitgebracht. Und zwar schauen wir einmal auf die trendstärksten Aktien aus den USA, also aus Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq zusammengenommen. Und was da rauskommen wird, kann man ein wenig besser verstehen, wenn man sich den folgenden Index anguckt, nämlich den Nasdaq Biotechnology Index, da ist er schon eingeblendet, genau, und man sieht hier, dass der in den letzten, naja, anderthalb Jahren doch ziemlich schwach gelaufen ist, ein deutlicher Underperformer zum Gesamtmarkt, und Sie sehen hier aber jetzt Linien eingezeichnet, ja, wir haben hier einen Ausbruch nach oben, das heißt, hier hat sich in den letzten, gerade in den letzten zwei, drei Wochen doch einiges getan, vielleicht ist das der Startschuss zu einer nächsten Rallye. Im schönsten Fall natürlich so, wie es seit 2011 mittlerweile bis ins Jahr 2015 hinein der Fall war. Das wäre natürlich aktuell nur Wunschdenken, aber die Voraussetzungen dafür sind geschaffen. Und so ist es kein Wunder, dass aktuell auf den Top 3 der Plätze für die US-Aktien auch nur 3 Biotechs zu finden sind. Und diese gehen wir jetzt einmal durch. Und an Platz 3 der Rangliste mit einem TSI-Wert von über 99% haben wir die Aktie von NovoCure. Wahrscheinlich werden jetzt alle drei Aktien, die ich Ihnen vorstelle, noch wenig bekannt sein, vielleicht sogar noch überhaupt nicht. Wer jetzt überhaupt nicht an Biotech-Aktien interessiert ist, der kann auch gerne etwas weiterspulen. Für alle anderen, ja, lassen Sie sich entführen in die Welt von einigen Biotechs, die gerade sehr am Aufstreben sind. Gut, bei NovoCure, da handelt es sich um ein Unternehmen, das im Bereich der Tumortherapiefelder unterwegs ist. Das heißt, dort trägt man ein medizinisches Gerät mit sich und das induziert elektrische Wechselfelder, die dann dazu führen sollen und auch dazu führen, dass zum Beispiel im Falle eines Tumors, wenn man den hat, dass dort diese Krebsteilungsprozesse dieser Zellen unterbrochen wird. Und das Besondere an diesem Verfahren ist eben, dass man dieses Gerät mit sich führen kann, man muss es nicht immer vor Ort im Krankenhaus machen, sondern man kann auch seinem geregelten Arbeitstag nachgehen. Das ist ein stark wachsender Markt. Sie sehen hier auch NovoCure, hier mal die Umsatzzahlen, ungefähr ein Wachstum aktuell von 50% im Jahr, wird natürlich über die nächsten Jahre etwas weniger, aber wenn wir auf die Gewinnentwicklung sehen, sind wir aktuell noch im Verlustbereich, muss man klar sagen, ist ja bei Biotechs in der Entwicklungsphase durchaus nicht unüblich. Im Jahr 2020 soll allerdings nach Analystenprognosen der Gewinn auf 64 Cent pro Aktie hochgehen. Wenn man auf den Chart blickt, dann hätten wir hier ein KGV von 30 und das bei einem Unternehmen, was aller Voraussicht nach noch auf viele Jahre hinweg sehr stark wachsen sollte, wäre dann allerdings ja ziemlich okay, auch wenn es natürlich die 2020er Zahlen sind. Man sieht hier, der Kurs zieht in letzter Zeit stark an, da die Produkte doch mehr und mehr so wahrgenommen werden, dass sie sich durchsetzen könnten. Von daher der Platz 3 NovoCure.
Ja, wir machen weiter mit dem zweiten Platz und einem TSI-Wert von 99,47%. Das Unternehmen heißt PetMed Express. Und der Name verrät es schon ein bisschen. Hier geht es um Medizin für Tiere und zwar ist das konkret eine Online-Apotheke. Da kann man sich einloggen und alles Mögliche für seine geliebten Tiere eben finden. Das Besondere an dieser Plattform ist, neben dem langfristigen Wachstum, was vorausgesagt wird, für allgemein auch für die Branche der Online-Apotheken, dass wir hier es mit einem hochprofitablen Unternehmen jetzt schon zu tun haben. Relativ stolz bewertet mit einem KGV von 30, aber noch das eins der solidesten Unternehmen, was wir jetzt hier aus von den drei vorgestellten auf jeden Fall, zahlen auch schon eine Dividende aktuell von 2%. Und wenn man jetzt auf den Aktienkurs blickt, dann trendet er schon seit geraumer Zeit und aktuell sogar auch noch ziemlich dynamisch nach oben. Auch ein relativ hohes KGV von 30 muss bei so hohen Eigenkapitalrenditen, wie sie PetMed erzielt, nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange sein, zumal die Gewinne sich auch in den nächsten Jahren weiter zweistellig entwickeln sollen. Ja, und dann sind wir schon beim Platz Nummer 1 angekommen. Der geht aktuell an das Unternehmen Exact Sciences mit einem TSI-Wert von 99,65%. Ja, auch hierzu, es handelt sich um ein Molekulardiagnostikunternehmen. Das heißt, sie entwickeln Früherkennungsverfahren für den Darm- und Lungenkrebs. Aktuell muss man sagen, das Unternehmen schreibt noch sehr hohe Verluste, ist aber gleichzeitig auch sehr stark wachsend. Auch das wird man hieran sehen an der Umsatzkurve. Wir haben auch für die nächsten Jahre angesagt, durchgängig ein Wachstum von 50% allein beim Umsatz und bei dem Gewinn soll es dynamisch nach oben gehen, laut Schätzungen bis hin zu 68 Cent Gewinn wieder im Jahr 2020. Und dieser Bereich gilt als ziemlich stark wachsend auch für die nächsten Jahre und ziemlich erfolgsversprechend und Exact Sciences ist hier prima positioniert. Von daher, nach einem schwachen Jahr 2015-16, wo zum Beispiel negative Studien herausgebracht wurden, also die Mittel, die Exact entwickelt hatte, kamen nicht so gut an und das Ganze hat sich jetzt gedreht, von daher auch das hohe Potenzial, was hier eventuell noch schlummert. Aktuell wird die Aktie auch betreut im TSI USA Report. Ja, damit sind wir durch mit den Top 3 der Biotechs und ich nenne Ihnen aktuell noch die Transaktion, die heute stattgefunden hat im Standarddepot. Nemetschek wurde gekauft, ist nämlich knapp über einen TSI-Wert von 90 gesprungen und wurde vorhin zu 65,51 € aufgenommen. Damit ist das Standarddepot jetzt voll besetzt und geht in dieser Form also in die nächste Handelswoche. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.